meine Lieben, hier ist eure Peggy von Silva. Heute möchte ich euch das zweite Technikvideo zeigen. Es ist ein Technikvideo, in dem wir heiß embossen bzw. heiß prägen und dann das nutzen, dass man hier etwas Geprägtes hat und den Untergrund farbig einfärben. Das ist die Technik für heute. Dazu benutzen wir den Swallowtail-Stempel. Was ein sehr schöner großer Stempel ist, hier im Vergleich mal zu meiner Hand, die relativ groß ist. Also es ist eher wie ein Hintergrundstempel und den wollen wir heute benutzen für unsere Technik. Dazu habe ich hier ein einfaches Stück Papier, worauf ich stempeln möchte. Ich nehme mein Versamark-Stempelkissen und dann benetze ich den Swallowtail-Stempel mit der Versamark-Tinte aus dem Stempelkissen, sodass ich mir sicher bin, ist es überall auch wirklich gut, diese klebrige Tinte auf dem Stempel. So, dann stempel ich ihn einfach auf und das ist jetzt wirklich auch nur ein einfaches Stück Papier, was ich hier habe, weil ich den Swallowtail dann sowieso ausschneiden möchte. Da muss ich mich jetzt nicht darum kümmern, dass es schon eine Karte ist. So, ich versuche jetzt hier wirklich flächendeckend gut zu drücken, damit die Tinte auf das Papier richtig kommt. Und das kann man jetzt leider nicht wirklich gut sehen. Vielleicht kann man es ein wenig sehen, ich weiß es nicht. Ich benutze mein Embossingpulver, das ist weißes Embossingpulver mit Glitzerpartikeln drin. Und ich benutze immer ein Papier als zum Unterlegen, damit ich das dann leichter wieder in meine Dose schütten kann. Das Embossingpulver. So, und jetzt geht's einfach los. Das Pulver flächendeckend aufbringen. Dazu kann man, wenn es so sein muss, das ganze Pulver auch leer machen. Also das hat überhaupt keinen Ausschlag darüber. Weil die Versamark-Tinte ist, da ist es auch. Ich hätte jetzt mein Papier vorher mit dem Embossing-Buddy vorbereiten können. Der hilft dabei, dass man das Embossingpulver nur dahin bekommt, wo man es haben will. Ich habe jetzt hier hinten eine kleine Linie. Da schnappe ich mir jetzt einfach einen Pinsel. Und mit dem Licht ist es heute nicht gut. Und dann mache ich mir das Pulver, was ich nicht haben möchte, einfach weg. So, ganz wichtig, am Ende wirklich nochmal all den Überschuss abnehmen und ich weiß nicht, vielleicht kann man das jetzt schon ganz gut sehen, ich hoffe. Das übrige Pulver, wie gesagt, ich benutze immer dieses Blatt, weil ich glaube, dass sich das Pulver davon besonders gut löst. Das kann ich also wieder in mein Döschen hineinschütten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch was am Rändern, dann versuche ich das einfach abzuschnipsen in die Mitte. Und schütte den Rest auch noch rein. Und dieses Blatt hebe ich dann immer zusammen mit all meinen Embossing-Pulvern auf. So, jetzt haben wir hier den Schmetterling. Jetzt hole ich meinen Heizföhn, meinen Embossing-Föhn dafür und embosse das. Da ich ein Video mache, möchte ich das ein wenig später machen und habe schon eins vorbereitet, was embossed ist. Und embossed bedeutet, durch Hitze verschmilzt das Pulver und verbindet sich mit dem Papier, sodass man es nicht wieder ablösen kann. Da in diesem Embossingpulver Glitzerpartikel drin sind, nehme ich immer gern einen Schwamm und gehe dann nochmal darüber, um eventuell irgendwelche losen Teilchen
wegzubekommen. Weil ansonsten habe ich das dann in den Stempelkissen drin, was mir leider schon passiert ist. So, jetzt habe ich mir meine Stempelkissen, die ich verwenden möchte, für die Schwammtechnik vorbereitet, also sprich geöffnet. Und vielleicht seht ihr, dass in dem einen oder anderen schon ein paar Glitzerpartikel drin sind. Na gut. Ich möchte gern das Ganze so ähnlich kolorieren wie diesen hier. Also fange ich mit der hellen Farbe an und das ist Alt Rosé. So, und dann brauche ich da wirklich drüber gehen. Wie gesagt, ich möchte das ausschneiden. Brauche ich mich gar nicht so vorsehen, sondern ich gehe einfach rüber. Da, wo ich das gern haben möchte. Und dann kommt quasi erstmal der embosste Teil wirklich zur Wirkung. So, ich möchte es hier so im inneren Bereich haben. Dann reicht mir das schon. Auch hier noch ein Glitzerpartikel dran. Naja. So, dann mache ich weiter mit Rhabarberrot. Eine der Innenfarben. Alt Rosé übrigens auch. So, und das möchte ich hier auf den unteren Teil haben. Und damit ich erstmal vorsichtig anfange, drücke ich da noch nicht so fest auf. Weil mehr Farbe geht immer, aber Farbe wieder wegnehmen eben nicht. So, und jetzt versuche ich die Farbe schön so zu verteilen und dass es hier auch so ein bisschen ausläuft. Das ist sicherlich das, was dann eine Zeit lang in Anspruch nimmt, dass man das so macht, wie es einem dann gefällt. So. Dass es hier auch so ein bisschen miteinander vermischt wird und einigermaßen gleichmäßig ist. So, dann haben wir hier, und wir haben hier diese süßen, wo man reingreift, quasi, weiß nicht, wie man es nennt, aber ich kann da sehr gut meine Schwämmchen da auflegen. Hier oben habe ich mich entschieden für, wo ist es? Hier, glaube ich. Genau, für Jade. Auch eine neue Innenfarbe. Und ich finde, die passen einfach so schön zusammen. Dann gehe ich hier oben auch erstmal sacht rein und vorsichtig. Und ich kann durchaus natürlich über die Linien gehen, damit ich den Schmetterling schön sichtbar mache. So, das reicht mir dann eigentlich schon. Dann schaue ich mal, kann ich auf der Seite auch noch ein bisschen. Das reicht mir schon. Hier unten zum Abschluss habe ich Pistazie gewählt. Da fange ich jetzt außen an. Kann man das sehen? Ich fange jetzt hier außen an und komme hineinwärts zur Erdbeere hin. Relativ sacht dann auch mit dem Übergang. So, finde ich das ganz schön. Und den Abschluss bildet Petrol. Petrol mache ich hier nur den Rand, wie hier drüben. Und auch da fange ich am besten von außen an, damit ich nicht zu weit hineinkomme. In den Jadeton. Und so hat man hier einen sehr schönen, kräftigen Abschluss. Finde ich sehr schön. Das mache ich hier auch. Ich komme von außen, da ich ja eh alles wegschneide, ist das unkompliziert. Jetzt habe ich hier gerade Stellen, wo ich gerne noch mal ein Stück Papier unterlegen möchte. So finde ich das eigentlich sehr schön. Wenn man das quasi ausschneidet, dann wird das so. Natürlich könnt ihr gerne andere Farbvermischungen machen.
finde es ganz gut, dass ich es geschafft habe, die Fühlerchen auch noch mitzubekommen. Und kann das jetzt verwenden auf einer Karte. Zum Beispiel dieser, kann es aufkleben. Ich würde euch raten dazu, dass ihr für diesen Schmetterling, also wenn ihr weißes oder glänzendes oder, ja, wie soll ich sagen, helleres Embossing-Pulver nimmt, eine dunklere Farbe zu nehmen. Denn ich habe zum Beispiel hier auch nochmal das Ganze in Silber embossed. Da würde ich dann empfehlen, das Ganze auf einer helleren Oberfläche, damit es einfach mehr, besser rauskommt, zu kleben, also als Karte. Ich persönlich finde irgendwie den weißen schöner, weil das so ein bisschen wie Spitze aussieht. Ich denke, das kann man auch benutzen, wenn jemand Schmetterlinge sehr gern mag und heiratet. Kann man das ja auch super schön, super gut benutzen als Einladungskarte. Wie gesagt, für Schmetterlingsliebhaber, weil es eben so dezent ist. Man kann verschiedene Farben machen, muss es nicht alles bunt, es geht auch zweifarbig oder wirklich dezente Farben. Da ist ganz viel möglich. Ja, das ist unser heutiges Projekt eben mit dieser Karte. Ich klebe es jetzt noch nicht auf, ich überlege nämlich, ob ich nicht vielleicht einen Braunton nehme, weil auch da bei den Brauntönen gibt es wirklich schöne Möglichkeiten, dass es total schön und spannend aussieht. Ich habe jetzt gerade keinen, den ich mal eben rausholen kann. Ich suche schon, aber... Oder kriege ich es? Mal sehen. Doch, hier habe ich es. Einfach nur, dass ihr mal eine Übersicht habt. Das sind übrigens die Papiere von Stampin' Up, neutrale Kollektion, also Kollektion Neutralfarben. Und dann wollen wir einfach mal sehen, wie das wirkt. Dazu stelle ich mein Stempelkissen wieder weg, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. So. Also auf Schwarz würde es so wirken. Ist auch toll. Dann haben wir hier Espresso, nehme ich an. Ja. Auch schön. Natürlich zwei Espresso. Dann haben wir hier Chocolate Chip, oder was haben wir auf Deutsch, nehme ich an, Schokobraun nennt sich das Ganze. Finde ich ein bisschen, naja, nicht so ganz so schön wie Espresso. So, das ist Smoky Slate. Anthrazitgrau. Jetzt muss ich mal eben nachschauen bei meinen Stempelkissen. Auch bei Anthrazitgrau wäre das, jetzt sieht es so aus, als hätte ich hier einen Knick, aber das ist das Licht. So. Auch möglich. Wildleder. Naja. Was haben wir noch? Das ist jetzt. Wo haben wir es da? Schiefergrau. Dann haben wir hier Savanne. Savanne sieht auch schön aus. Ich könnte es mir auch vorstellen auf Kandiszucker. Kandiszucker habe ich hier drin. So, auch das vielleicht eine Überlegung. Oder auf eine der anderen Innenfarben, die ich benutzt habe. Oder auf Petrol. Also es gibt da wirklich verschiedene Möglichkeiten. Jetzt haben wir hier unten noch Sahara-Sand. Das vielleicht ein bisschen zu hell ist. Aber übrigens, Vanille und Wisperweit haben wir natürlich auch. Vanille, naja. Hm. Also Geschmackssache sicherlich. Aber auch auf Schwarz kommt es richtig gut raus, finde ich. Also wer das nicht möchte, Espresso ist auch toll. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich wollte es euch mal kurz zeigen. Wie immer könnt ihr auf meine Seite kommen und jetzt habe ich hier auch überall ein Embossing drauf, naja, und schauen, was es bei uns im Shop gibt. Im Moment gibt es noch viel im Angebot. Ich schicke euch sehr gerne, wie ich euch im letzten Video schon erzählt habe, den Jahreskatalog oder den Weihnachtskatalog. Dann haben wir noch die
Zusatzbroschüre, Winter, Weihnachten. Natürlich auch gern den neuen Frühjahr-Sommerkatalog oder die Celebration-Broschüre zu. Diese zwei Weihnachtskataloge und Weihnachtsbroschüre sind nur noch gültig, oder vor allem der Katalog, bis zum 5. Januar. Ab 6. gültig sind diese zwei zusätzlich zum Hauptkatalog. Das schicke ich euch gerne gratis zu. Ich freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat. Und es geht dann auch weiter mit dem nächsten Technikvideo. Und so werden wir uns durch alle möglichen Techniken durchhangeln. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis dann, eure Peggy von Silva. Tschüss!